Reicht euch die Hände und haltet euch fest. Good morning, buenos dias, aloha, Ohio. Denn zusammen sind wir nur froh. Wir spielen und lachen und singen es laut. Einen schönen Tag allen Leuten. Wir spielen und lachen und singen es laut. Einen schönen Tag allen Leuten. Ein ganz herzliches Hallo aus der AWO-Kita Zwergenland. Ich bin Christine, schön, dass du heute wieder da bist. Heute sprechen wir wieder über Körperteile. Weißt du noch, was Körperteile sind? Genau, Körperteile ist alles das, was wir an uns haben. Der Arm ist ein Körperteil, der Bauch ist ein Körperteil, der Rücken, das Bein. All das sind Körperteile. Im letzten Video haben wir schon über 5 Körperteile gesprochen. Kennst du sie noch? Das war das Auge, die Nase, das Ohr, die Hand und der Fuß. Heute habe ich wieder 5 Körperteile mitgebracht. Die erste Karte ist diese Karte. Was ist das? Genau, das ist der Mund. Kannst du einen Kussmund machen? Super, der Mund. Die zweite Karte ist diese Karte. Was ist das? Ja, das ist der Hals. Kannst du deinen Hals ganz lang strecken? Und kannst du deinen Hals zur Seite bewegen? Super, der Hals. Unsere dritte Karte ist diese Karte. Was ist das? Genau, die Brust. Kannst du auf deine Brust trommeln? Und kannst du deine Brust rausstrecken? Oh. Genau, die Brust. Sehr gut. Die vierte Karte ist diese Karte. Was ist das? Ja, das sind die Beine. Kannst du mit deinen Beinen hüpfen? Und kannst du deine Beine schütteln? Sehr gut, die Beine. Die fünfte Karte ist diese Karte. Was ist das? Ja, das sind die Zehe. Die Zehe. Kannst du auf Zehenspitzen laufen? Und kannst du deine Zehe bewegen? Sehr gut, die Zehe. Das waren unsere 5 Körperteile für heute. Der Mund, der Hals, die Brust, die Beine und die Zehe. Sehr gut, das habt ihr toll gemacht. Nun wollen wir noch eine Runde Stopptanz spielen. Und der Stopptanz wollen wir gerne in Verbindung mit Körperteilen spielen. Wir tanzen, wenn die Musik stoppt, dann frage ich euch nach einem Körperteil, das zeigst du mir. Wenn die Musik stoppt und ich sage, wo ist deine Hand?
zeigst du mir deine Hand. Dann geht die Musik weiter, dann wird wieder getanzt. Stoppt, dann frage ich wieder nach deinem Körperteil. In der zweiten Runde wird das ein bisschen schwieriger. Das erkläre ich gleich. Wir fangen an. Los geht's. Wo ist dein Finger? Dein Finger. Der Finger? Gut. Wo ist dein Bein? Da ist das Bein. Super. Dein Ohr. Da ist das Ohr. Super, jetzt wird es ein bisschen schwerer. Jetzt wollen wir zwei Körperteile miteinander verbinden. Das heißt, wenn die Musik stoppt, nenne ich zwei Körperteile, zum Beispiel die Hand und das Bein. Dann legt ihr Hand und Bein zusammen. Dann geht die Musik weiter, es wird wieder getanzt. Dann kommen wieder zwei neue Körperteile. Sehr gut, los geht's. Stopp, Ellenbogen und Knie. Ellenbogen, Knie. Super. Hand und Fuß. Hand und Fuß. Sehr gut. Arm und Rücken. Der Arm und der Rücken. Finger und Nase. Der Finger und die Nase. Super! Das war unser Stopptanzspiel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich wieder das Fingerspiel für dich mitgebracht. Das kennt ihr schon aus dem letzten Video. Fünf Finger wollen jetzt nach Hause gehen. Ein Finger sagt: Bis bald, war schön. Der zweite Finger ruft ganz laut: Hurra! Der dritte Finger sagt ganz einfach: Tschüss! Der vierte Finger ruft: Seid gegrüßt! Und der fünfte Finger möchte jetzt nach Hause gehen und sagt ganz einfach in die Runde: Auf Wiedersehen! Ich freue mich auf euch. Bis nächsten Mittwoch.